Dr. Remele, Sie haben das Buch mit dem Titel Die Würde des Tieres ist unantastbar veröffentlicht, jetzt schon in der zweiten Auflage. Sie haben sich darin, ohne gesetzlich zu werden, persönlich als Vegetarier geoutet. Wie viele negative und wie viele positive Rückmeldungen haben Sie seitdem schon erhalten? Wer hat sich denn alles gemeldet so? Ich habe jetzt keine ganz genauen Zahlen, wie viele Leute das gewesen sind. Es wussten auch hier in dem Umfeld, wo ich arbeite, die meisten Leute auch schon, dass ich Vegetarier und eben seit 3 Jahren auch Veganer bin. Und das hat man in meiner Umgebung schon gewusst. Insofern war das für manche Leute keine Überraschung. Was schon interessant war, ist, dass diese öffentliche Deklaration, dass ich das und das bin, dass ich eben niemanden zwinge, das zu werden, aber dass ich meine Argumente für meine Position dargestellt habe, auch in dem Buch, hat dann schon zu einigen Reaktionen geführt, auch was ich dann veröffentlicht habe im Zusammenhang mit meinem Buch. Hatte ich mal Schwierigkeiten mit der Landwirtschaftskammer, die mich in ihrer Zeitung dann als schädigend für eben die Landwirtschaft gebrandmarkt hat. Oder ich habe auch das Gefühl, dass einige kirchliche Stellen mich als zu extrem sehen. Also, dass es in Ordnung ist, wenn man für Tierschutz eintritt und für artgerechte Tierhaltung, aber dass es etwas zu weit geht, wenn man Vegetarier oder sogar Veganer ist. Das ist nicht mehr das, was kirchlich erwünscht ist. Da habe ich schon oft negative Rückmeldungen bekommen, aber ich habe, das freut mich auch sehr, viele positive Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, endlich, dass mal ein Theologe das so offen ausspricht. Und auch Tierrechtsorganisationen und Tierschutzorganisationen haben mich öfter eingeladen, um über Religion und Tierschutz, Tierethik zu sprechen. Ich kann sagen, dass mich eigentlich Vereine, Tierrechtsorganisationen, Tierschutzorganisationen öfter noch eingeladen haben als kirchliche Stellen. Was hat denn dazu geführt, dass Sie seit 3 Jahren nun auch vegan leben und essen? Ja, wie ich mein Buch geschrieben habe, vor 3 Jahren, wie ich in die Endphase gekommen bin, habe ich mir gedacht, so wie ich eigentlich argumentiere, müsste ich den nächsten Schritt setzen und Veganer werden, weil ich eben jeden Missbrauch, oder jede Verwendung von Tieren, die den Tieren schadet, ablehne. Und das hat dann, was unter unseren heutigen Verhältnissen auch bedeutet, dass ich eben Milch und Eier nicht mehr esse oder Milchprodukte. Und das schien mir folgerichtig zu sein. Und natürlich auch, was damit zusammenhängt, ich bin jetzt 30 Jahre Vegetarier gewesen, was damit zusammenhängt, dass es natürlich vor 30 Jahren vegan noch überhaupt kein Begriff war, nicht? Dass ich das gerade von jungen Leuten her jetzt auch als Frage stellte, warum ist man nur Vegetarier und nicht Veganer? Und mir schien es sozusagen ein Stück weit konsistent in meiner Ethik zu sein, konsequent, konsistent jetzt dann auch Veganer zu werden. Und ich habe das bis heute durchgehalten. Darf ich fragen, wie Ihre Frau, wie Ihre Kinder reagiert haben? Ja, meine Frau und meine Kinder. Es haben eigentlich im Großen und Ganzen, in gewisser Weise, ich bin ich schon Vegetarier geworden vor meiner Frau, aber dann ist meine Frau auch mit mir mitgegangen und wir waren eigentlich schon viele Jahre Vegetarier. Und meine Frau ist nicht so streng wie ich. Sie sagt manchmal, du bist wieder der besonders perfektionistisch. Und das stimmt vielleicht auch, sie kocht zu Hause vegan, sie hat sich sehr, sehr dafür interessiert, sehr viele Kochbücher. Es gibt ja heute am Markt also eine Fülle von Kochbüchern, Literatur und sie kann sehr gut vegan kochen.
Sie macht es auch zu Hause, wenn wir auswärts essen oder wenn wir im Urlaub sind, dann isst sie auch vegetarisch nur, also sie isst dann auch Tierprodukte, während ich versuche oder das auch durchhalte, vegan zu sein, was manchmal durchaus in manchen Restaurants oder Frühstückspensionen mit Verzicht verbunden ist, ne? Ah ja, verständlich. Wie sind Sie denn als Theologe draufgekommen auf die Sache Tierethik und Tierwürde? Die Theologie beschäftigt sich doch im Allgemeinen mit Gott und auch mit den Menschen, aber mit Tieren. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich war, manche sind natürlich auch Zufälligkeiten, ich war einige Zeit und eigentlich bis heute sehr interessiert auch am interreligiösen Dialog und habe in meiner Diplomarbeit und dann auch in der Dissertation mich unter anderem mit dem amerikanischen Mönch Thomas Merton beschäftigt und der hat schon also ein enges Verhältnis dann aufgebaut zum Buddhismus. Und da gab es einen Mönch, mit dem er Kontakt hatte, der inzwischen recht bekannt geworden ist, Thich Nhat Hanh. Und der hat damals irgendwo in einem buddhistischen Zentrum in der Eifel vor 30 Jahren ein Wochenende der Zen-Meditation gehalten und mich hat das interessiert, weil ich wusste, Thich Nhat Hanh hatte mit Merton Kontakt, bin dorthin gefahren und habe ein Wochenende eben Zen-Meditation mit Thich Nhat Hanh und seinen Mitbrüdern geübt. Und dann habe ich beobachtet, dass die dort vegetarisch essen. Und das war das erste Mal, dass ich eigentlich mit Vegetariern zusammengekommen bin und dachte oder habe mir gedacht, warum eigentlich essen die keine Tiere? Und dann bin ich drauf gekommen mit der Zeit, dass eben in der buddhistischen Tradition dieses Mitgefühl mit allen lebenden Wesen eine starke Komponente darstellt. Inzwischen weiß ich auch, dass nicht alle Buddhisten, Buddhistinnen Vegetarier sind, dass es da auch unterschiedliche Schulen gibt. Aber die Schule von Thich Nhat Hanh, die war relativ streng, die leben heute vegan und damals eben vegetarisch. Und ich habe mich gefragt, wie schaut es in meiner eigenen Religion aus, im Christentum, im Verhältnis zu den Tieren? Und bin drauf gekommen, dass es relativ wenig gibt, aber doch das eine oder das andere. Und sowohl in der Geschichte, nicht die bekannteste Gestalt Franz von Assisi, aber dann auch in der aktuellen Theologie gab es in England einen anglikanischen Theologen, Andrew Lindsay in Oxford, der schon sehr früh mit Tierethik in Berührung kam, weil in Oxford in den 70er Jahren, frühen 70er Jahren, eine Gruppe von jungen Wissenschaftlern da war, Peter Singer gehörte dazu, Tom Regan, viele andere auch, die sich mit Tierethik beschäftigt haben. Und Lindsay war der erste Theologe, der eigentlich da in dieser neueren tierethischen Diskussion, die primär philosophisch war, als Theologe auch dazugekommen ist. Und begonnen hat, eine Tierethik zu formulieren, die auch theologische Fragen und die theologische Tradition aufzunehmen und hat dann eine Animal Theology geschrieben, wo also die Theologie nochmal neu durchdenkt anhand dieser neuen Erkenntnisse über Tiere als Wesen, die mitfühlen können, die viel intelligenter sind, als wir bisher angenommen haben. Und bin mit ihm in Kontakt getreten, mit Lindsay. Und das war sehr wichtig für mich. Ich habe gesehen, es gibt einige Leute im Christentum, eben vor allem Lindsay, den ich kennengelernt habe, der daran arbeitet und dadurch habe ich wieder andere Leute kennengelernt und inzwischen ist das auch in den letzten, würde ich sagen, 5 Jahren, ja, auch in der katholischen, protestantischen, theologischen Ethik im deutschen Sprachraum stärker geworden, nicht? Wir hatten jetzt die erste Tagung der katholischen Sozialethiker und Moraltheologinnen in Brixen im September und die hat das Thema Tierethik gehabt, nicht? Und das wäre vor 5 Jahren, glaube ich, und besonders vor 10 Jahren unvorstellbar gewesen. Der Titel Die Würde des Tieres ist unantastbar, wie Sie Ihr Buch getitelt haben. Eine etwas provozierende Frage: Ist das nicht eine gewisse Relativierung des Grundgesetzartikels 1?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Stellen Sie damit nicht eigentlich das Tier genau auf dieselbe Stufe? Das ist eine berechtigte und gute Frage, und ich kann die jetzt sozusagen mit einer nicht ganz ehrlichen Antwort, aber mit einer Ausflucht irgendwie beantworten, indem ich sage, der Verlag hat den Titel vorgeschlagen, nicht? Ich habe eigentlich als Titel gehabt, ist die sind die christlichen Kirchen gut für Tiere? Fragezeichen. Aber das wollte der Verlag irgendwie nicht. Und dann haben mir die den vorgeschlagen, und habe ich gesagt, ist okay. Offensichtlich, so Leute in den Verlagen wissen natürlich auch genau das, dass vielleicht diese Frage aufkommt, oder dass Leute sagen, aha, da schreibt jemand über die Würde des Tieres. Ist das nicht sozusagen eine Gleichmachung der Tiere und der Menschen, nicht? Und insofern habe ich das akzeptiert und auch mich dann, also in der ersten Auflage noch weniger, aber die zweite habe ich dann überarbeitet, auch mit dem Würdebegriff stärker auseinandergesetzt. Und es stimmt, es gibt eine Schrift von katholischen und evangelischen Theologen über die Menschenwürde, die vor 2 Jahren rausgekommen ist. Und da steht, der Würdebegriff gilt nur für den Menschen. Die haben das nicht zugelassen für Tiere. Aber es gibt eine Fülle von Literatur auch schon über den Würdebegriff und die Zulässigkeit auch für die Tiere. Ich meine, der Würdebegriff ist ein sehr schwieriger Begriff, der auch der Begriff der Menschenwürde ist einer, der natürlich auch diskutiert wird und wo Leute sagen, was heißt das genau und was fällt unter Menschenwürde. Das heißt, das ist bei sehr wertintensiven allgemeinen Begriffen muss man immer genauer dann definieren, was ist damit gemeint. Aber ich finde, es ist schon so ein wichtiger Begriff zu sagen, wir können mit dir nicht alles machen. Sie haben eine Würde, sie haben einen Eigenwert. Und insofern finde ich den Begriff berechtigt. Man kann natürlich, und da gehe ich auch darauf ein, fragen, ob diese Würde immer das Gleiche bedeutet. Aber als Begriff, der ein Signalbegriff ist und sagt, also passt auf, ihr müsst auch die Tiere würdevoll behandeln, denke ich, ist er durchaus berechtigt. In Ihrem Buch geben Sie den Wirbeltieren eine besondere Stellung, wenn ich das so recht verstanden habe. Ich denke dran, gestern Abend habe ich so eine kleine Spinne auf dem Schreibtisch bei mir sitzen sehen. Und sie hat direkt gespürt, dass ich sie fangen will oder wegtun will. Und ich habe gemerkt, die läuft auch um ihr Leben. Die hat mit unseren Worten gesagt, Angst gehabt. Wie unterscheiden Sie denn dann eigentlich die Wirbeltiere und die anderen voneinander? Ja, das ist eine schwierige Frage, aber trotzdem eine, die man in der Diätik so beantworten kann, denke ich, und die natürlich immer korrekturoffen ist, aber die Sinn macht. Wir unterscheiden bei den Tieren jene Tiere, die, wie Tom Regan das gesagt hat, Subjekte eines Lebens sind. Also Tiere, die über ein bestimmtes Bewusstsein, vielleicht sogar über ein Selbstbewusstsein, das können wir bei manchen Tieren feststellen, zum Beispiel bei Schweinen, aber auch Elefanten, Delfine und so weiter, haben ein Selbstbewusstsein oder ein Bewusstsein haben und auch ein Schmerzempfinden. Und da gibt es. Da sind wir natürlich auf wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen, und wir wissen nach dem heutigen Stand der Wissenschaft, dass die Wirbeltiere ein Schmerzempfinden haben bis zu den Fischen, aber dass auch manche Wirbellose durchaus ein höheres Bewusstsein oder auch ein Schmerzempfinden haben, wie zum Beispiel Tintenfische, Kraken, aber auch Krebse und Krabben. Dass es da ein Forscher in Belfast hat, da mit Krabben und Krebsen gearbeitet, dass wir sagen können, also da gibt es Tiere, wo wir ziemlich sicher sind, dass sie auch ein Schmerzempfinden haben. Bei Insekten wissen wir das also nicht, das ist sehr offen. Es gibt bestimmte Nervensysteme, die
Insekten nicht in der Form haben wie die Wirbeltiere oder die Menschen und wo die Forschung uns keine endgültigen Resultate noch liefern kann. Das natürlich auch im Sinn von Albert Schweitzer, diese Wesen eine Würde haben oder auch ihr Leben leben wollen, denke ich, ist trotzdem wahr. Ich würde nur sagen, wir müssen, es gibt gewisse Abstufungen. Wenn Sie also jetzt sozusagen jetzt eine Spinne sehen und wenn es nicht gerade eine Spinne ist, die ihr Leben durch einen Biss bedrohen könnte, würde ich sagen, sollte man sie nicht totschlagen, sondern vielleicht einfangen in ein Glas und was hinausgeben an die frische Luft. Im Winter ist es natürlich vielleicht nicht so angenehm, aber ich sage, dass man auch Respekt vor diesen kleinen Wesen hat, nicht? Aber dass man doch unterscheidet, ob jemand eine Mücke oder eine Moskito oder in Österreich sagen wir Gälse, die ihm in der Nacht ums Ohr fliegt, mal so hinhaut und erschlägt und ob jemand mutwillig einen Hund hineintritt oder so. Also, dass man da gewisse Differenzen braucht. Allerdings würde ich sagen, sind das nicht für ewig gültige und nicht veränderbare Grenzen, aber das ist unser heutiges Wissen. Albert Schweitzer würde sagen, Ehrfurcht vor dem Leben. Ehrfurcht vor dem Ja, Leben, ja. und Ja. das würde sich Aber so selbst auswirken. Schweitzer musste dann anerkennen, dass er gewisse Differenzierungen machen muss und dass das nicht Das hat er ja perfekt sehr ruhig durchhaltbar ist, gemacht. nicht? Ja, Ja, ja. ja. Ach, ich denke jetzt an das Bild, das Sie, das wir in der Zeitschrift von Ihnen aufgenommen haben. Mit einem Hund, den Sie streicheln, Ja. und mit dem Schwein, das sich sauwohl fühlt, hier im Ja, ja. Gras. Trotz Und meiner ich Anwesenheit. wurde daran erinnert, dass nach dem Krieg, da ist es mal, oder es war schon länger nach dem Krieg, der frühere FDP-Vorsitzende Erich Mende hat sich mal zu einer Hundeschlachtung geäußert und hat gesagt, Hundeessen ist Kannibalismus. Und alle haben ihm beigepflichtet. Wenn aber ein Schwein geschlachtet wird, da regt sich eigentlich dann niemand auf, sondern da betrachtet man es selbstverständlich. Deshalb die Frage, ist es moralisch gerechtfertigt, zwischen Hund und Schwein zu unterscheiden? An sich von dem, was wir zoologisch, biologisch wissen über Schweine, sind Schweine mindestens gleich intelligent wie Hunde, wenn nicht sogar intelligenter. Zumindest haben Schweine ein Selbstbewusstsein, das heißt, sie können den Spiegeltest bestehen, sie können sich selbst in einem Spiegel erkennen. Bei Hunden hat man das noch nicht nachgewiesen, das ist aber auch eine andere Frage. Vielleicht haben Hunde andere kognitive Möglichkeiten, weil Hunde vor allem durch den Geruchssinn eben erkennen und sich vielleicht, da forscht man noch dran, über den Geruch selbst besser sozusagen erkennen können. Aber jedenfalls ist es gar keine Frage, dass Schweine mindestens ebenso so intelligent und sensibel und empfindungsfähig wie Hunde sind. Und das eine durchaus berechtigte Frage ist und die Unterscheidung zwischen Hunden als Heimtieren oder Kumpantieren oder Haustieren und Schweinen als sogenannten Nutztieren einfach eine traditionelle ist, die sich herausgebildet hat historisch, die aber eine menschliche Kategorie ist, die wir einfach den Tieren überstülpen. Es gibt Ka Kulturen, wo Schweine, ein Schriftsteller Paul Theroux hat mal eine Kultur in Ozeanien entdeckt, bei seinen Reisen, wo Katzen die Nutztiere sind und auf den Märkten Katzenfleisch ausgestellt wird, aber die Schweine die Haustiere oder Heimtiere sind und die Leute an kalten Winternächten mit dem Schwein ins Bett krabbeln und sich wärmen am Schwein, nicht? Also, das heißt, unterschiedliche Kulturen haben da unterschiedliche Prioritäten, und insofern aus der ethischen Sicht ist eigentlich schwer begründbar, warum man die einen streichelt und die anderen in die Schlachthöfe schickt und isst. Ich meine, es war im Kopenhager Zoo, Kopenhagener Zoo, als eine Giraffe gestorben ist
Und sie wurde dann vor den Besuchern des Zoos den Löwen vorgeworfen. Es war ein Aufschrei. Giraffe, auch ein Wirbeltier, ist so die moralische Entrüstung oder ja, das Gefühl, das die Menschen hier zeigen, ist es eine gültige moralische Kategorie auch? Die Frage, was unsere Moral bestimmt und welche Rolle Gefühle und Emotionen dabei spielen, ist ja eine klassische Frage auch der philosophischen Ethik. Sind moralische Urteile vor allem auf Emotionen zurückzuführen oder auf Diskurs und Nachdenken und Reflexion? Ich glaube schon, dass Gefühle mal ernst zu nehmen sind, aber natürlich hängen Gefühle auch von den jeweiligen gesellschaftlichen Umständen ab. Und es zeigt sich hier, dass eben Giraffen anders beurteilt werden als andere Tiere und wenn das öffentlich gezeigt wird, den Leute auch nochmal stört. Aber ein letzter Maßstab, glaube ich, sind Gefühle, können Gefühle nicht sein. Gefühle müssen nochmal reflektiert werden. Und noch einmal auch in einer zweiten Durchgang beurteilt werden können. Nicht? Also, sie sind nicht der letzte moralische Maßstab, weil sonst haben sie vielleicht eine Gesellschaft, wo eben 90% der Leute oder 60% der Leute für die Todesstrafe sind. Und dann hieß es, dieser Diskurs über die Todesstrafe hat sich erledigt. Das ist aber nicht so, nicht? Also die moralische Frage bleibt ja, nicht? Und man kann heute, glaube ich, aufzeigen, dass auch wenn viele Leute so fühlen wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, trotzdem es sehr gute Argumente gibt gegen die Todesstrafe, nicht? Und dann darf man nicht von dem einzelnen Fall, wo eben ein kleines Mädchen vergewaltigt und getötet wird, ausgehen und nur die Gefühle ernst nehmen, sondern auch die nochmal kritisch reflektieren. Kommen wir mal auf das Fleischessen noch. Man sagt, der Mensch, oder viele sagen das, der Mensch braucht das Fleisch zum Essen. Wir brauchen es nicht, oder brauchen essen wir es nur aus Gewohnheit, um des Geschmacks und um der gesellschaftlichen Konvention willen? Ja, was denn eigentlich? Brauchen wir es oder brauchen wir es nicht, das Fleisch? Ich glaube, man kann ernährungswissenschaftlich heute sagen, gibt es viele Studien dazu, dass es eine gesunde, auch wenn man sich da entsprechend informiert, köstliche, gut schmeckende vegetarische oder vegane Ernährung gibt und dass natürlich gewisse Geschmackstraditionen oder Geschmacksgewohnheiten sich bei Menschen herausbilden. Das glauben viele Leute, übrigens auch, weil sie das vorher mal gefragt haben. Mein jüngerer Sohn ist ein Fleischesser und der sagt immer, das schmeckt so gut, kannst du auf das verzichten? Und er liebt es auch, seinen Vater zu provozieren, natürlich, wie das halt bei Das Kindern gehört ja oft der auch Fall dazu. ist, ja. Und ehrlich gesagt, mir geht es nicht ab, aber dieses Argument, das kommt natürlich oft, aber rein ernährungswissenschaftlich, diätologisch, ist es nicht notwendig, Fleisch zu essen. Ja, es gibt Studien, auch im deutschsprachigen Bereich, die zeigen, dass eigentlich eine Pflanzenernährung gesünder ist, eine vorwiegend pflanzliche Ernährung, vielleicht auch noch Tierprodukte, aber vorwiegend pflanzliche Ernährung ist sicherlich eine gesündere als zumindest eine, die viel Fleisch hat. Der heutige Fleischkonsum ist eindeutig ungesund. Auch die Ernährungswissenschaftler würden sagen, zweimal in der Woche Fleisch ist das Maximum und die meisten Leute essen ja viel mehr. Also das heißt, ernährungswissenschaftlich kann ich als Vegetarier oder als auch Veganer, obwohl ich als Veganer natürlich gewisse Sachen beachten muss, Vitamin B12 und so weiter, aber wenn ich entsprechend ernährungswissenschaftlich informiert bin, auf bestimmte Dinge aufpasse, kann ich sehr gut ohne Fleischkonsum unter heutigen Bedingungen leben. Das war wahrscheinlich bei manchen Völkern oder ist heute vielleicht noch bei manchen Völkern nicht so der Fall, aber hier
In Europa, in den entwickelten Ländern, kann ich ohne Fleisch sehr gut leben und in manchen Gebieten dieser Erde kann überhaupt nicht viel Fleisch konsumiert werden. In Teilen von Afrika, weil das Fleisch ja auch gekühlt werden muss. Also wenn ich jetzt ein ganzes Tier schlachte, habe ich oft gar nicht die Möglichkeit, das zu kühlen oder genießbar zu halten, sodass auch nicht sehr viel Fleisch konsumiert werden kann. Aber in manchen Gegenden, wo halt der Anbau von Gemüse wegen des Klimas oder wegen der Seehöhe sehr schwierig ist, kann es schon sein, dass Leute eben Fleisch konsumieren müssen, um zu überleben. Aber bei uns trifft das nicht mehr zu. Wie erklären Sie sich denn das Phänomen, dass im Augenblick immer mehr Menschen vegetarisch oder gar vegan leben und dennoch der Fleischkonsum zunimmt? Die Tatsache, dass mehr Leute, gerade junge Leute, Vegetarier und Veganer werden, ist eine sehr erfreuliche und sie wirkt sich auch ein Stück weit in unseren Gesellschaften aus. Ich glaube nicht, dass in Deutschland und Österreich der Fleischkonsum zunimmt, sondern dass die Zahl der Vegetarier und Veganer steigt und weltweit aber natürlich in globaler Hinsicht nimmt er zu, weil der Fleischkonsum als Wohlstandssymbol noch immer gesehen wird, gerade in jenen aufstrebenden Ländern wie in China, teilweise auch in Indien, das ja eine lange vegetarische Tradition hat, aber wo auch zunehmend westliche Konzerne eben ihre Hamburgers und so weiter liefern, zwar dann ohne Rindfleisch, aber dann nimmt man halt Chicken. Also Hühner. Und wie gesagt, dort noch immer die Vorstellung ist, dass Fleisch ein Zeichen des Wohlstands ist und eben bei uns zwar eine aus tierethischer und ernährungsethischer und umweltethischer, das kommt ja alles zusammen, stärkere Kritik am hohen Fleischkonsum kommt, aber in diesen Ländern noch irgendwo ein gewisser Nachholbedarf besteht. Wenn der Fleischverbrauch jetzt aus Umwelt- und Klimagründen und wie Sie auch sagen, vielleicht sogar auch aus gesundheitlichen Gründen reduziert werden soll, wäre da nicht eigentlich das künstliche Fleisch eine Lösung? Also das Retortenfleisch, Cultured Meat, Clean Meat oder In-vitro-Fleisch, je nachdem, das wären da die Schlagworte. Das wäre doch dann vielleicht die Lösung. Das ist sicherlich eine Sache, eine Möglichkeit, die immer wieder genannt wird. Ich bin kein Lebensmitteltechniker oder der jetzt genau weiß, wie weit diese Forschungen sind. Es sind sehr unterschiedliche Aussagen, wie weit das sozusagen auch zu einem Standard werden kann, der dann von den Leuten gekauft werden kann, bis man so weit ist. Momentan ist es noch viel zu teuer, kann preislich überhaupt nicht konkurrieren. Und es gibt unterschiedliche Meinungen. Es gibt die Ariane Ferrari in Deutschland, die viel an dieser Frage des Cultured Meat arbeitet oder an diesem In-vitro-Fleisch. Die sagt, einerseits ist es auch mit einem gewissen Maß an Tierleid verbunden, weil man fetales Kälberserum braucht und auch Föten vor allem von Kühen geschlachtet werden müssen, zumindest in der Anfangsphase. Und es wird doch sehr lange dauern, bis man zu einer industriellen Produktion kommen kann. Wie weit das dann auch von den Leuten angenommen wird, weil sozusagen mit Technik, allzu viel Technik, Gentechnik und so weiter und Fleisch und Ernährung bei uns auch eine gewisse Resistenz in der Bevölkerung da ist. Wir wissen es nicht genau, wann es erschwinglich sein wird, wann es von den Leuten akzeptiert werden wird. Da gibt es Unterschiede. Der Herr Brecht, also dieser bekannte Philosoph, in seinem Buch über Tierethik, denkt, dass das die Lösung ist und dass das die Rettung sein wird und dass es bald kommt. Aber ich bin da etwas skeptischer. Aber grundsätzlich wird man sagen können,
Natürlich ist das unserer heutigen industriellen Massentierhaltung vorzuziehen, dass natürlich dann auch wieder bestimmte Konzerne sich dieser Techniken bedienen werden und auch wieder neue Macht gewinnen. Und dass es vielleicht nicht gerade denen Leuten zugutekommt, die es wirklich bräuchten, ist wieder eine andere Frage. Aber es ist sicherlich auch ein Fortschritt, der aber natürlich auch mit neuen Fragen und Problemen dann verbunden ist. Aber tierethisch gesehen würde ich schon sagen, dass es, und auch umweltethisch gesehen, wäre es ein Fortschritt. Wenn ich Sie recht verstehe, weniger Fleisch, am besten gar keins, wäre ethisches Verhalten. Denk's mal an die ganzen Berufe: Metzger, Bauer, Jäger und so weiter, Verkäufer. Das wäre doch dann unethisch denen gegenüber, wenn die keinen Beruf mehr ausüben könnten. Okay. Also ganz einfach gesagt könnte ich sagen, dann darf ich auch nicht gegen die Todesstrafe sein, weil dann die Leute, die diese Todestrakte bewachen oder die denen Spritze geben oder die Scharfschützen, die Leute dann niederschießen oder die elektrischen Stühle warten, auch ihren Beruf verlieren, nicht? Also, und ich glaube, in gewisser Weise ist es eher wichtig, das ist ja immer so, wenn sich Wirtschaft umstrukturiert, nicht? Das ständig, also manche Berufe, die es noch zu Zeit meiner Kindheit gab, sind inzwischen auch praktisch ausgestorben. Es hat sich gerade auch im Fleisch, beim Fleischvertrieb, das ja auch noch sehr stark verändert. Es gibt kaum noch kleine Fleischhauer, das kaufen die Leute in Supermärkten. Also es verändert sich ja die Wirtschaft dauernd. Insofern ist es wichtig, wenn sich gewisse Strukturwandel in der Wirtschaft abzeichnet, dass eben die Bauern zum Beispiel, die heute Viehproduktion haben, umsteigen auf landwirtschaftliche Produkte, dass sie dann mehr Getreide anbauen oder irgendwelche Pflanzen und so weiter. Da muss man halt auch denken, wo man da jetzt irgendwie weitermachen kann. Und dass neue Berufe entstehen, wird auch der Fall sein, nicht? Also gerade wenn Sie an dieses In-vitro-Fleisch denken, da müssen ja auch Techniker ausgebildet werden, das muss auch vertrieben werden und so weiter. Das heißt, man muss diese Berufe, die dann nicht mehr gefragt sind, die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, sozialstaatlich natürlich abstützen, eventuell auch Maßnahmen der Umschulung einführen. Also das muss sozialstaatlich geregelt werden, da bin ich auch. Aber man kann nicht damit bestimmte Berufe nicht aussterben, überhaupt nichts in der Wirtschaft verändern. Das passiert ja ständig. Ich stelle also fest, so ganz so streng können Sie jetzt gar nicht sein, dass Sie das so absolut setzen, überhaupt kein Fleisch mehr, zumindest im Augenblick nicht. Wie schaut es aus bei Schwangeren, bei kleinen Kindern oder beim Landstreicher, der einen um ein Essen bittet und dann sagt man, du kriegst was Veganes nur von mir? Sind die nicht darauf angewiesen, auch auf Fleisch? Konsum. Im Gegensatz zu ihrem Sohn, der vielleicht schon älter ist und es Ja, nicht bräuchte. der ist Ja. schon 29, also der. Das sind wichtige Fragen, dass es also Risikogruppen gibt, wo man, wenn man das vegan ernähren will, wirklich sich sehr gut auskennen muss, schauen, dass man genügend richtige Nahrung aufnimmt, die eben auch das Wohl der Leibesfrucht und so weiter und der Mutter garantiert. Es gibt Studien dazu und ernährungswissenschaftliche Befunde, dass das möglich ist. Ich kenne auch einige Eltern, die ihre Kinder, wo die Frau also in der Schwangerschaft vegan gelebt hat, wo auch die Kinder vegan aufgezogen wurden. Und ich meine, die Muttermilch, ist die Frage, ob das vegan ist oder nicht, aber jedenfalls ist es das Natürlichste für das Kind. Und insofern, wenn die Mutter das Kind stillt, kriegt sie eh also seine entsprechenden Nährstoffe, die überhaupt keine Kuhmilch ersetzen kann, nicht? Also da wäre es ja eh wünschenswert, wenn das möglich ist, dass die Mutter das macht. Es ist möglich, aber man muss schon sich sehr gut informieren und es ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Ich habe jetzt einen Kollegen, der auch, oder einen ehemaligen Studenten, der kleine Kinder hat oder die oft, oder ein Baby, die sagen, das ist also sehr schwierig und sie müssen viel nachdenken, der ist Veganer. Das muss man berücksichtigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also und in der Zeit, wo
meine Frau und ich unsere Kinder bekommen haben, da waren wir beide Vegetarier und das war an sich kein Problem. Es ist eigentlich erst ein Problem, wenn Leute Veganer sind, weil da noch Tierprodukte fehlen, auch Vitamin B12 und so weiter. Okay, zurück zum Landstreicher. Also ich meine, das ist eine interessante Frage, nicht? Vielleicht erwartete der, dass ich ihm, was weiß ich, wenn ich, was gebe ich einem Stadt- oder Landstreicher, wenn er mich um etwas bittet? Ich könnte, also ich habe ja länger im Ruhrgebiet gelebt, ich könnte ihm ja Pommes Rot-Weiß, heißt das, geben, also Pommes mit Tomatenketchup und Mayonnaise. Das ist vegetarisch, vielleicht sogar vegan wahrscheinlich, und vielleicht schmeckt ihm das, nicht? Also, oder ich kann ihm auch Falafel geben, das auch, also ihn sättigt, glaube ich. Also es gibt ja schon inzwischen einiges an veganen Speisen, das durchaus auch Landstreichern schmecken könnte. Und insofern sehe ich da nicht so ein besonderes Problem. Gehen wir mal vom Fleischkonsum mal ganz Ja. kurz weg, wie wir mit den Tieren umgehen. Der jüdische Schriftsteller und Nobelpreisträger Isaac Singer hat einmal das Verhalten des Menschen und unserer Gesellschaft gegenüber den Tieren mit dem Holocaust verglichen. Können Sie sich diesem Vergleich anschließen oder ist er nicht doch zu problematisch? Das ist eine sehr schwierige Frage, gerade im Zusammenhang mit Singer, der ja selbst Jude war und auch Verwandte hatte, die in Konzentrationslager umgekommen sind. Also ich tue mir schwer, jetzt bei ihm zu sagen, bei ihm ad personam, er darf das nicht verwenden. Ich würde trotzdem, also wenn er das für berechtigt hat als Jude, dann kann er das so sagen, denke ich. Dann ist es berechtigt. Allerdings als Nicht-Jude und wenn man berücksichtigt, wie manche Juden das aufnehmen, wahrlich auch zu einer gewissen Vorsicht, das allzu schnell oder allzu plakativ zu tun, wenn überhaupt nicht. Es wird immer wieder, jetzt erst vor kurzem war von Extinction Rebellion der Vertreter oder der Gründer, der auch die Klimawärmung mit dem Holocaust verglichen hat. Das sind alles immer sehr schwierige Fragen und ich würde eher den Begriff nicht verwenden. Es gab mal einen Erzbischof in den USA, Raymond Hunthausen, der in den 80er Jahren Atom-U-Boote, die also bei ihm vor Seattle stationiert waren, da gibt es so einen Meeresarm, der heißt Puget Sound, und er hat gesagt, diese Atombombe, diese nuklearen Unterwasserboote, Submarines, sind das Auschwitz, Puget Sound, Auschwitz der heutigen Tage, hat man ihn auch kritisiert. Also es wird manchmal verwendet, ich würde eher sagen, ich verwende ihn eigentlich nicht, weil aus Respekt vor jenen Juden, die das nicht wollen, und dass dieser Holocaust doch historisch eine gewisse Einmaligkeit hat, die man nicht allzu schnell relativieren sollte, obwohl wir natürlich wissen, es gibt und gab Verbrechen und Unmenschlichkeiten in der Geschichte, aber ich würde sehr vorsichtig sein mit dem Begriff. Zum Beispiel Hühner-KZs oder so etwas. Wir sind doch aber eigentlich jetzt wie mit unserem deutschen Tierschutzgesetz auf der sicheren Seite, dass man eigentlich mit Tieren doch ganz normal und gut umgehen kann. Da steht nämlich im Tierschutzgesetz, es ist verboten, einem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Aus der Verantwortung heraus des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Also sind wir doch eigentlich auf der guten Seite. Es müsste doch dann alles in Ordnung sein bei uns. Ist es aber nicht. Ich meine, das ist halt eine sehr anthropozentrische Sicht der Dinge, wenn man sagt, ohne vernünftigen Grund. Und dann alles, was eben Menschen mit Tieren machen wollen, wenn es eine gewisse
kulturelle Berechtigung hat, dass jemand sagt, der will halt Tiere essen und das haben wir immer schon so gemacht, dann gilt das als vernünftiger Grund. Oder Tiere wurden schon immer, was weiß ich, in Zirkussen verwendet und das ist Teil der Kultur. Bis dann in Spanien könnte man sagen, ja, der Stierkampf ist eine alte kulturelle Tradition und dass da die Stiere gequält werden, das ist Teil der Kultur. Es ist ja auch in Spanien sehr stark mit der Marienverehrung. Also Stierkampf und Marienverehrung gehen oft sehr Hand in Hand. Das ist ja noch einmal eine ganz prekäre Rolle, die Religion, gerade katholische Religion, da einnimmt. Also ich würde sagen, die Frage ist, wie man ohne vernünftigen Grund definiert. Und ich würde sagen, wenn der einzige Grund, warum ich ein Tier esse, oder der Hauptgrund der ist, dass ich einfach lieber, sagen wir mal, Steak als Bohnen esse, weil ich ein bestimmtes Geschmackserlebnis haben will, dann ist das Interesse des Tieres, nicht getötet zu werden, ein gutes Leben zu haben, ein höheres Interesse als das Interesse des Menschen, einfach ein bestimmtes Geschmackerlebnis zu haben, weil es ihm halt schmeckt. Das Interesse des Menschen, so zu essen, wie er will, ist weniger wichtig als das Interesse des Tieres, nicht gequält und nicht getötet zu werden. Aber ich denke jetzt da zum Beispiel an die Massentierhaltung. Ja. Wie werden die Schweine, wie werden die Hühner, die Truthähne und so weiter, wie werden die gehalten? Jetzt auch mal, ist es doch größte Probleme und da könnte man immer sagen, ist es dann ein vernünftiger Grund? Oder dass die Tiere überhaupt keinen Auslauf mehr haben, wenn ich an so viele Hühner denke, auch an Schweine, die das eigentlich auch brauchen, auch Tiere, die das Sozialverhalten auch brauchen untereinander. Das ist nicht möglich, dann, wenn es um Mast geht. Und letzten Endes, man raubt dem Tier die Zukunft. Selbst dann, wenn es biologisch gehalten wird. Richtig. Und man Wird auch sagt im so, jetzt ist es aus, vernünftiger Grund, ich habe Hunger, du wirst jetzt getötet. Richtig. Nicht nur ich habe Hunger, sondern ich habe Lust auf Oder Fleisch, Lust auf nicht? Fleisch, Ja, ja. ja. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist, um da an diesen wichtigen Bemerkungen anzuschließen, in Österreich und auch in Deutschland hat man das jetzt noch aufgeschoben. In Österreich wird es diskutiert, die Frage der Kastration von Ferkeln, Ferkelkastration. Nicht? Also die Argumente in Österreich, es gibt jetzt in Österreich ein Tierschutzvolksbegehren, das das abschaffen will. Wäre ein ganz wichtiger Schritt, aber es können heute in Österreich die Landwirte, muss gar kein Tierarzt sein, den neugeborenen Ferkeln einfach die Hoden herausschneiden, ohne irgendeine Betäubung. Das ist wahnsinnig schmerzhaft, die Tiere leiden darunter einige Tage lang. Und jetzt kann man sagen, das ist einfach notwendig, so wird es begründet. Erstens, weil die Leute halt kein Fleisch essen wollen, das einen Ebergeruch hat. Und da muss man sie kastrieren, damit dieser Ebergeruch eben beim Fleisch nicht entsteht. Und das Zweite, weil eine Narkotisierung oder Betäubung zu kostspielig ist. Ne? Das Argument, also es ist notwendig, ist, weil es sonst zu kostspielig wäre oder weil die Leute das Fleisch nicht essen wollen. Wenn das eben Begründungen sind, dann weiß ich nicht, was nicht Begründung sein kann, weil das einfach rein ökonomische Argumente sind oder Argumente, was die Menschen halt gern essen. Aber das Leid des Tieres wird überhaupt nicht berücksichtigt. Also insofern denke ich, dass man die Notwendigkeit sehr, sehr eng fassen muss. Leonardo da Vinci hat um 1500 Mal Folgendes gesagt: Es wird die Zeit kommen, da das Verbrechen am Tier ebenso geahndet wird wie das Verbrechen am Menschen. Ich denke jetzt da zum Beispiel auch an den Film, vielleicht haben Sie ihn gesehen oder das Buch gelesen, Planet der Affen, und Gibt's ja höre, wie mehrere der. Folgen, nicht? Wie, ja, und höre, wie der eine Affe sagt bei einem geplanten Versuch am Menschen, es sind ja bloß Menschen. Menschen, ja. Es gibt einen interessanten Vergleich, der auch mal Andrew Lindsay verwendet hat, sozusagen ein Gedankenexperiment. Was ist, wenn von einem anderen Planeten jetzt intelligente Wesen, die wesentlich intelligenter sind als wir, auf diese Erde kommen?
Und die sagen dann, naja, da haben wir die Menschen, die sind, haben eine gewisse Intelligenz, aber wir können Gedanken lesen, wir können das und das, also wir sind wesentlich intelligenter, also wir sehen, die Menschen sind nicht besonders intelligent und wir definieren uns sozusagen als die Krone der Schöpfung. Theologisch könnte man sagen, unser Gott hat uns das Recht gegeben, Menschen zu verwenden, also die Erde zu beherrschen. Und dann verwenden wir halt die Menschen für unsere Zwecke. Wir machen Experimente an ihnen oder wir essen sie halt, weil wir Menschenfleisch lieber wollen als Bohnen und Linsen. Und würden die Menschen dann nicht sagen, ja, hey, wir sind doch leidensfähige Mitgeschöpfe und das setzt uns zu und wir wollen auch leben, nicht? Und da wird deutlich, dass es auch ein Stück Anmaßung ist, zu sagen, unser Leben zählt so viel mehr, nicht? Und wir verfügen über euch. Da wird deutlich, dass es ja auch Wesen geben könnte, die wesentlich intelligenter sind als wir und über uns stehen. Dürften die mit uns so verfahren, wie wir mit Tieren verfahren? Also insofern würde ich Leonardo da Vinci da recht geben, dass ein Perspektivenwechsel auch im Sinn von Planet der Affen uns ganz gut täte. Gut Ja? tun würde. Ja. Sie wissen vielleicht, über 1000 Menschen, glaube ich, ich habe die Zahl nicht genau jetzt eben im Kopf, warten zu Hause oder in Kliniken darauf, dass sie ein neues Herz bekommen. Jetzt stellt die Wissenschaft fest, Schweineherzen würden sich ganz gut eignen dafür und man ist fast schon so weit, dass man Schweineherzen den Menschen einsetzen könnte. Fast. Würde das letzten Endes nicht doch auch den Tod der Tiere rechtfertigen? Ich frage jetzt mal den Tierethiker, Ringele. Es scheint, dass auf den ersten Blick ein Fall zu sein, wo ich sagen könnte, ja, das ist also ein strenger Konkurrenzfall. Hier steht Leben des Menschen, Weiterleben des Menschen gegen das Leben des Schweines. Ich kann das Schwein töten, damit ich das Leben des Menschen ermögliche. Und man hat ja lange Zeit auch in Bezug auf Menschen so gedacht, nicht? Also, dass man sagen könnte, was Experimente betrifft. Früher hat man eben an Gefangenen, auch die Amerikaner haben das noch gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg in Lateinamerika, Gefangene etwa hernimmt, um Medikamente für Syphilis auszuprobieren. Da hat man Menschen mit Syphilis infiziert, ihnen dann zuerst keine Medikamente gegeben und dann einfach experimentiert dran. Und wir würden heute sagen, dass wenn Menschen, jeder Mensch eine Würde und einen Eigenwert hat, wir eigentlich nicht andere Menschen instrumentalisieren dürfen für die Rettung anderer Menschen, also in der Regel. Und die Frage ist, ob wir Tiere instrumentalisieren dürfen, einfach verwenden dürfen, verzwecken dürfen für die Rettung des Menschen, auch wenn es auf den ersten Blick bei Tierversuchen, bei manchen Tierversuchen und in diesem Fall ein Stück weit einleuchtend aussieht. Ich denke auch, dass das eigentlich ein Problem verschiebt, dass wir heute so eine große Zahl an Herzerkrankungen haben, hängt auch, und schließen wir eigentlich einen Kreis, dass Menschen zu viel Fleisch essen und dass eine Ernährungsumstellung, das sagen auch viele Ärzte, die Herzerkrankungen wesentlich besser heilen könnte als Herztransplantationen für gar nicht so viele Leute, nicht, also die man dann eben retten könnte. Ob man nicht sagen könnte, wir machen ein Moratorium an Versuch an Schweinen. Wir versuchen alternative Methoden zu finden, dass die Menschen gesünder leben, dass wir das im Vorfeld schon abfangen, die Herzerkrankungen, dass wir präventiv arbeiten. Und Medizin nicht nur immer Reparatur ist, also dann technische Reparatur von Erkrankungen. Und dass wir eben versuchen, was ja auch ein Wissenschaftszweig ist, durch Zellkulturen Herzen
heranzuziehen, nicht? Also da arbeiten ja auch Wissenschaftler dran, dass man versucht, über Zellkulturen und entsprechende Organe zu erzeugen, wie man eben auch am künstlichen Fleisch arbeitet. Also dass man die Energie nicht auf die Mutation oder die Veränderung von Schweineherzen setzt, sondern auf andere technische Möglichkeiten. Nähern wir uns allmählich der theologischen Frage, aber da vorab nochmal Kant. Immanuel Kant sagt, der Mensch ist eigentlich das einzige Wesen, wenn ich ihn recht verstehe, das moralische Zurechnungsfähigkeit hat. Und deshalb kann er auch über Tiere herrschen, weil die diese moralische Kategorie und Zurechnungsfähigkeit nicht haben. Und damit ist es auch gerechtfertigt für Kant, jetzt auch Tiere zu töten. Herrschen. Dieses Herrschen, das haben wir ja auch in einem der biblischen Schöpfungsberichte, also in der Priesterschrift, jetzt zum Beispiel. Und jetzt leben viele Christen auch nach dieser Richtschnur. Wo sie sagen, als fromme Christen, wir leben nach der Bibel. Und in der Bibel steht, Genesis 9, alles, was sich regt und lebt, sei eure Speise. Eine Aufforderung, auch Tiere zu essen. Und damit sind sie doch auf der richtigen Seite. Sie als Theologe müssen doch sagen, ja, ich möchte auch nach der Bibel leben. Ganz einfach gesagt, nach der Bibel leben ist eine sehr vage Aussage, nicht? Ich könnte sagen, ja, ich nehme Levitikus 20 her, da steht, dass Menschen, die also Männer, die in einem homosexuellen Akt überführt werden oder gesehen werden oder entdeckt werden bei einem homosexuellen Akt, dass die getötet werden sollen, nicht? Also muss ich, wenn ich die Bibel lese oder Christ bin, die Todesstrafe für Homosexuelle fordern? Oder auch die Todesstrafe für Ehebruch zum Beispiel steht auch bei Levitikus 20 drin. Das heißt, ich kann, wie mal ein jüdischer Gelehrter gesagt hat, ich kann die Bibel wortwörtlich nehmen im Sinn von einem gewissen Fundamentalismus oder ich kann sie ernst nehmen. Und wenn ich sie ernst nehme, muss ich auch nach heutigem Wissen auch mit der Hermeneutik und mit historisch-kritischen Methoden herangehen. Und ich weiß heute, das haben Bibelwissenschaftler gezeigt, dass natürlich biblische moralische Postulate und Anweisungen immer in einem bestimmten historischen Kontext entstanden sind. Oft war das ein sehr lokaler Kontext. Ich könnte sagen, man kann das jetzt historisch schwer nachweisen, aber dass es vielleicht, also dass es so eine Sintflut im Sinn einer Überschwemmung der ganzen Welt gegeben hat, ist schwer anzunehmen, aber dass es lokal eben ein Hochwasser gegeben hat und dass damals eben nach diesem Hochwasser schwer war, Pflanzen zu finden und eigentlich man nur auf Tiere zurückgreifen konnte, nicht? Und dann die paradiesische Anweisung, dass die Menschen nur Pflanzen essen sollen, für diese Situation von Gott aufgehoben wurde, damit die Menschen nicht verhungern. Das war ein ganz konkreter Anlass, weil es damals halt offensichtlich vielleicht nach einer Flut wenig Pflanzen gegeben hat. Wir kennen den genauen historischen Kontext nicht. Aber das könnte sein. Das heißt, das gilt für eine ganz spezifische Situation und die muss man sich bewusst machen, nicht? Und ein bestimmtes Verständnis auch, nicht? Also Homosexualität hatte in der Zeit, wo diese Bibelstelle mit dem Töten von Homosexuellen geschrieben wurde, wurde ganz anders interpretiert als Gotteslästerung oder hatte einen ganz anderen Stellenwert als was wir heute wissenschaftlich wissen. Und in der Bibel war auch wissenschaftlich über die Fähigkeiten, über die Gehirntätigkeiten, über die vielfältigen über das vielfältige Wissen, das wir heute über Tiere haben, im naturwissenschaftlichen Sinn, noch gar nicht da, nicht? Also wir müssen die Bibel immer auch mit der historischen Distanz und mit dem Wissen, dass bestimmte Regelungen nur für bestimmte Situationen zutreffen, Würde das dann interpretieren. auch zutreffen, wenn Sie ja mit dem paradiesischen Zustand auch noch argumentieren Ja, und nicht mit dem nachnoahitischen richtig. Zustand, Ja. da wären Sie doch, dann würden Sie sagen, ja, ich argumentiere sogar noch paradiesisch. Ich könnte, und das ist immer so, nicht? Also, wenn
die Bibel fundamentalistisch oder eben verbal, als verbal inspiriert gesehen wird, dass jede Stelle eben ewige Gültigkeit hat und abgesehen von jeder historischen Dimension, dann fange ich an, natürlich eine Stelle gegen die andere auszuspielen. Das ist ja ein altes Spiel, nicht? Also, dass ich sage, da steht da, da steht da. Ich halte das trotzdem, diese Stelle vom Paradies, wo eben Gott den Menschen und auch den Tieren nur Pflanzen als Nahrung gab, ist sozusagen eine Parallelstelle zum Reich Gottes am Ende der Zeiten, wo ja auch bei Jesaja diese Stelle ist, dass eben das Kind vor dem Schlupfloch der Natter spielt und dass diese wilden Tiere auch wieder Eben. zusammen sind. Das würde ich als Bild sehen. Also ich würde nicht, ich würde mich ethisch, würde ich das ablehnen, aus dem Bibelbericht oder aus dem Bericht vom Reich Gottes am Ende der Zeiten die ethische Forderung nach Vegetarismus abzuleiten. Aber ich könnte sagen, schaut, irgendwie ist das eine Idealvorstellung, die in der Bibel auch schon durchscheint. Und vielleicht können Menschen auch im Hier und Jetzt schon etwas von den Idealvorstellungen der Bibel verwirklichen. Wenn am Ende der Welt Gerechtigkeit, Versöhnung, Liebe herrscht und auch im Paradies geherrscht hat, dann können wir und sollen sogar ein Stück weit auch hier schon verwirklichen, nicht? Man sagt ja auch niemand, ja, wir sind nicht mehr im Paradies, deshalb darf ich meine Nächsten nicht mehr lieben, weil das geht gar nicht vollkommen wie im Paradies. Wir sagen ja, wir sollen es halt versuchen, so gut wir können. Und auch hier könnte man gegenüber Tieren versuchen, ein Stück der paradiesischen Dimension hineinzubringen. Jetzt schlagen Sie ja auch in dem Zusammenhang in Ihrem Buch Die Würde des Tieres ist unantastbar den Bogen, indem Sie sagen, die Angelegenheit, wie oder wie wir Tiere behandeln, ist auch ein Anliegen des Evangeliums. Ja, weil ich glaube, dass ein Grundduktus des Evangeliums und der Bibel ist die Gerechtigkeit für die Deklassierten, für die Ausgegrenzten, für die niemand eintritt. Das war auch das Handeln Jesu. Jesus ist ja, auch wenn wir darüber diskutieren müssen, wie er sich selbst gegenüber Tieren verhalten hat, das ist ein eigenes Kapitel, aber auf alle Fälle wissen wir, Jesus ist für die Schwachen seiner Zeit eingetreten. Er ist mit den Mächtigen, er ist sowohl den religiös Mächtigen als auch den politisch Mächtigen in Konflikt geraten, er ist gekreuzigt worden und insofern ist er in Konflikt mit den damaligen Autoritäten geraten, weil er für die eingetreten ist, für die niemand eingetreten ist. Also dieser Grundduktus der Bibel, Option für die Armen, Option für Gerechtigkeit, Hereinholen der Ausgegrenzten, Volk Gottes, Menschheitsfamilie, Gemeinschaft aller Geschöpfe, das sind Visionen und Bilder, die, glaube ich, weiterhin sehr wichtig sind. Und es gibt einzelne Stellen in der Bibel, interessanterweise am Ende des Markus-Evangeliums, wo eben der Missionsauftrag von Jesus an seine Jünger geht, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Komischerweise ist das vielen Leuten gar nicht bewusst. Die meisten Leute denken, er gesagt, verkündet es allen Menschen. Nein, er sagt allen Geschöpfen. Und was heißt unter heutigen Bedingungen das Evangelium allen Geschöpfen zu verkünden? Und da sind wir schon wieder bei der Frage des Tiereessens. Ich glaube, Albert Schweitzer hat diese Stelle auch mal schon Ja, ja. aufgegriffen. Sie gehen ja noch ein Stück weiter, indem Sie auch das Kindheitsevangelium nach Thomas zitieren, da diese Geschichte mit diesem Ja. getrockneten Fisch und die Sache mit dem Maulesel. Ja, es ist ganz interessant. Ich glaube nicht, dass man, wenn man schon aus der Heiligen Schrift sehr nur mit Interpretationen gewisse, also vorsichtig sein muss, nicht gewisse Normen auch in ihrer Zeitbedingtheit zu belassen, dann wird man das natürlich gerade bei den außerkanonischen Evangelien machen müssen. Und das Thomas, die werden ja dann ein Stück auch immer sozusagen mit Wundergeschichten verziert und die sind dann teilweise auch mit Vorsicht zu genießen. Es gibt aus dem zweiten Jahrhundert, früh noch im zweiten Jahrhundert, sogenannte Ebioniten-Evangelium, wo Jesus als Vegetarier dargestellt wird. Ich glaube nicht, dass man da jetzt sagen kann, es ist ein historischer Beleg dafür, dass Jesus ein Vegetarier
war, das wäre zu weit gegriffen, aber dass es zumindest den Gedanken auch gab, dass Jesus die übrige Schöpfung stärker als das in den Evangelien durchscheint einbezogen hat. Und es gibt ein altes Fragment, wo niemand genau eigentlich weiß, woher das kommt. Da wird noch viel drüber geraten, gerätselt. Ein Fragment, wo eben Jesus einen Maulesel heilt, und manche Exegeten meinen, dass das von der Formulierung her sehr ähnlich den anderen Evangelien ist und dass man vielleicht im Frühchristentum die Tiere nicht so stark reinbringen wollte und das dann eben draußen vorgelassen hat. Aber Jesus heilt einen Maulesel und der Besitzer sagt dann eben zu Jesus: Was geht dich das an, dass dieses Tier blutet? Und dann sagt Jesus also: Du musst auch so handeln, dass du Barmherzigkeit verdienst, sei auch barmherzig zu deinem Tier. Also es gibt Parallelen zu anderen Bibelstellen. Und manche meinen, dass das zeigt, dass es vielleicht sehr früh in die Zeit Jesu noch zurückgeht oder in die Zeit, wo die Kirche eben entstanden ist. Namhafte Theologen, katholische und evangelische, haben sich natürlich mit der Frage beschäftigt, auch wie der Mensch mit dem Tier umgehen soll. Karl Barth zum Beispiel vergleicht das Essen von Tieren sogar mit Opfer. Und zwar sagt er, das Tier opfert sich quasi für den Menschen. Und der Opfergedanke spielt ja in der Theologie, ich glaube in der katholischen Theologie, genauso fast noch eine größere Rolle als in der evangelischen Theologie. Ist das nicht letzten Endes dann doch ein ganz schöner Rückfall, wenn hier im Gegensatz zu Ihrer Position das Tieressen quasi ja auch gerechtfertigt wird? Von Theologenseite her. Das passiert oft, dass man also mit dem Opfergedanken die Tötung von Tieren rechtfertigt. Barth sagt einerseits, dass die Tötung eines Tieres, zumindest eines Tieres, Wirbeltieres und eines Tieres mit einem höheren Bewusstsein, der Tötung eines Menschen sehr ähnlich ist, sagt er einerseits, aber dann sagt er, man kann es nur rechtfertigen, wenn man es sozusagen als Opfer sieht, nicht? Aber ich habe eine Schwierigkeit damit. Ich meine, wir können doch nicht den Tieren unterstellen, dass die sich opfern wollen für den Menschen. Die werden ja nicht gefragt, nicht? Also willst du dich opfern für den Menschen, sondern an sich stellen wir fest, dass Tiere auch leben wollen wie Menschen. Und ich bin immer sehr kritisch, wenn Leute, die was für sich haben wollen, den anderen insinuieren oder nahelegen, dass sie sich opfern sollen, nicht? Also die Frau soll sich für den Mann opfern, das Tier soll sich für den Menschen opfern. Und Jesus Opfer ist ja auch theologisch, wie man das sozusagen, wie man damit umgeht. Jesus war sicher kein Masochist, der das Leiden gesucht hat. Das Leid, das Jesus erlebt hat, war die Folge seines Eintretens für die Geschundenen, für die Ausgegrenzten. Da haben sich die Mächte zusammengetan und ihn umgebracht. So wie das Leid in gewisser Weise von Martin Luther King, der wollte auch nicht erschossen werden und hat das Leid gesucht. Der war kein Masochist, aber jemand, der für Gerechtigkeit eingetreten ist und dann, der halt die Folgen dann in Kauf genommen hat. Und einem Tier zu unterstellen, es möchte sich für uns opfern, weil ich halt so gerne Fleisch esse, finde ich ein bisschen eigenwillig, sage ich mal so, und auch nicht sehr moralisch. Ich habe ohnehin, ich persönlich, meine Probleme mit dem Opfergedanken, weil es immer so ausschaut, also theologisch gesehen, da muss man eine wütende, wilde Gottheit zähmen, Richtig, dann auch noch mit diesem Opfer. Und jetzt hier dann die Umkehrung, also ich kann da auch Karl Barth nicht verstehen und ich betrachte schon auch ein bisschen als Rückfall in eine Nein, vor allem, weil er zuerst Kindheit. sagt, es ist ähnlich Ja. der Tötung eines Menschen,
Aber dann muss er doch einen Weg finden, dass er es noch rechtfertigt, Ja, ganz theologisch, genau, ne? ganz Ja, genau. ja. Jetzt komme ich mal auf die frommen Christen, auf die Christenmenschen zu sprechen, die Sie ein bisschen, nun ja, ziemlich anschießen in Ihrem Buch. Und zwar diese Bisschen Christenmenschen, Polemik ist auch erlaubt. soll ja auch sein, macht die Sache farbig. Ja. Ja, und zwar Christen katholischer und evangelischer Prägung. Die stürzen sich nach dem Gottesdienst, wo über die Schöpfungsverantwortung gesprochen wird, beim Pfarrfest hungrig auf die zubereiteten Wurst- und Fleischrationen. Sie danken vor dem Tieressen Gott für die guten Gaben, die er ihnen opfert und schenkt. Deo gratias. Und sie machen ihnen das Fleischessen madig. Noch dazu, wo diese Leute meistens den Freitag fleischfrei halten und auch in der Fastenzeit 7 Wochen ohne vielleicht sogar leben. Das ist natürlich auch einer der Gründe, dass meine doch sehr deutliche Kritik am durchschnittlichen Verhalten des Christenmenschen mich bei kirchlichen Stellen nicht so wahnsinnig beliebt macht. Es geht mir auch nicht um Denunzierung von Menschen, aber um aufzuzeigen, dass mir manchmal vorkommt, das betrifft ja nicht nur die tierethische Frage, auch andere Fragen, dass wir zwar salbungsvolle, fromme, schöne Worte über die Güte Gottes gegenüber seiner Schöpfung finden, dass wir auch salbungsvolle Traktate kennen, dass der Pfarrer am Vormittag predigt über die Bewahrung der Schöpfung und nachher setzt er sich halt zum Mittagessen und da wird dann ein Schnitzel serviert aus dieser traditionellen, konventionellen Tierhaltung. Also dass diese Verbindung zwischen frommen Worten und unfrommen Taten, sage ich mal so, eine ist, die doch auch theologisch reflektiert werden muss. Es gibt eine Stelle in irgendeinem Roman, habe ich das gelesen, ich glaube deinen Worten nicht, deine Taten sind zu laut. Ich kann deine Worte nicht hören, deine Taten sind zu laut. Das heißt, ich sehe, was die Leute machen und dann glaube ich ihnen das gar nicht mehr, was sie über die Güte Gottes sagen, Güte Gottes gegenüber den Menschen gegenüber. Die Güte Gottes muss sich ja auch im Verhalten der Menschen gegenüber ihren Mitgeschöpfen widerspiegeln. Klingt so nach Amos, ne? Ja, Amos könnte das gesagt richtig, haben, ne? richtig. Ich habe nichts dagegen, Ja. mit Propheten verglichen zu werden. Ja, richtig. Also wo auch steht, also eure Gottesdienste sind nichts wert, weil ihr euch nicht entsprechend gegenüber den barmherzig gegenüber und gerecht gegenüber den Ausgegrenzten und den Deklassierten erweist. Ja. Und das, denke ich, ist auch theologisch zu reflektieren. Warum ist das so? Und drum habe ich das mal so formuliert. Und man muss auch dazu sagen, das wird oft auch von einigen Kollegen, die in der Tierethik arbeiten, gesagt, ja, es gibt ja im Christentum diese Tradition, eben wie Sie sagen, des Freitagsfastens, das zwar in der katholischen Kirche in der Form nicht mehr gibt. Nach Paul VI. Hat ja diesen Fisch am Freitag sozusagen abgeschafft. Wobei der Fisch natürlich auch ein Tier ist, aber das ist wieder eine andere Frage. Und in der Fastenzeit gibt es jetzt einen Versuch, neu auch das Fleischfasten einzuführen, wie Sie sagen, in Deutschland, in Österreich, dass man sagt, in der Fastenzeit kein Fleisch. Wobei ich gar nicht weiß, ob da Fisch mit gemeint ist oder nicht, aber wie auch immer. Aber im Grunde war diese traditionelle Enthaltsamkeit von Fleisch im Christentum immer hatte einen Grund in der Askese. Man hat sich enthalten, einen bestimmten Genusse, sage ich mal so, um Gott ein Opfer zu bringen. Das ist wieder der Opfergedanke, um auf etwas zu verzichten, aus asketischen Gründen. Also es war eine Bußübung, eine Askese, aber hat mit dem Tier an sich und dem Wohlwollen gegenüber dem Tier wenig zu tun gehabt. Jetzt komme ich noch auf Ihren
Theologiekollegen Michael Rosenberger zu sprechen. Der beruft sich ja auch auf die Bibel, wenn er zum Beispiel von den Mitgeschöpfen spricht, und er spricht auch tierethische Fragen an. Und er sagt, wir müssen töten, damit wir leben können. Pflanzen sind auch Lebewesen, aber. Und schließlich kommt er zu der Forderung, dass wir unseren jährlichen Fleischverbrauch von 62 Kilo auf 15 Kilo reduzieren können. Können Sie sich zu einem ethischen Kompromiss mit ihm bereit erklären? Oder sagen Sie, nee, mir ist das zu wischiwaschi? Ich würde sagen, man muss, also eine gewisse Kompromissfähigkeit ist für die Durchsetzung hochethischer Forderungen sowieso in gewisser Weise immer möglich. Ich bin nicht, ich gehe nicht, habe nicht die Illusion, dass die Menschen sich von heute auf morgen in unseren Ländern zu Vegetarierinnen und Vegetarier oder Veganern sogar bekehren. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man das gesetzlich durchsetzen kann. Das würde alles in allem sehr viel Probleme bringen, die man eben so nicht lösen kann. Was ich aber sage, ist, wo ich auch mit Rosenberg übereinstimme, ist, dass sehr wichtig ist, den Fleischkonsum zu reduzieren, so als Ziel. Das kann man auch in unseren Gesellschaften, auch durch bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel mit einer Fleischsteuer, die wieder diskutiert, dass man sagt, also zumindest soll das Fleisch jene externe Kosten, die es bereitet, nicht, dass er der Nachwelt, den zukünftigen Generationen, der dritten Welt, dem Klima und so weiter, soll das schon in den Preis des Fleisches drinnen. Das Fleisch ist ja viel zu billig, es ist subventioniert. Selbst die FAO schlägt dem vor, das Fleisch nicht mehr zu subventionieren, dass die Preise sozusagen die Kostenwahrheit widerspiegeln. Also da würde ich sagen, dann wird das Fleisch natürlich um einiges teurer. Da kann man sagen, gut, dann können ärmere Leute sich kein Fleisch mehr leisten, aber das ist wieder eine Frage der Umverteilung in der Gesellschaft. Da muss man halt den Reichen, ganz primitiv gesprochen, was wegnehmen und den Armen geben, damit die eben auch dieses artgerecht gehaltene Fleisch kaufen können. Also ja, Reduzierung des Fleischkonsums ist ein ganz wichtiges Nahziel, auf das wir uns einigen können. Ich halte aber gar nichts von dieser Aussage, die trifft nicht nur Herr Rosenberger, sondern auch andere Theologen, die sagen, um leben zu können, muss ich töten. Das erinnert mich ein bisschen, wenn jetzt irgendwie ein Massenmörder da vor eine Menschengruppe tritt und hat sein Gewehr in der Hand und feuert auf alle und sagt, wir müssen alle sterben. Ist schon richtig, aber es ist ein Totschlagargument. Natürlich müssen wir alle sterben, aber die Frage ist, wie wir sterben und welche Art des Sterbens berechtigt ist und welche nicht. Nicht? Also zu sagen, wir müssen alle töten, um leben zu können, stimmt, obwohl ich mich auch frage, ob man das Abreißen eines Apfels, sage ich mal, oder das Ausstechen eines Salatkopfes als Tötung bezeichnen kann. Nicht? Das sagen wir auch nicht. Wenn ein Kind irgendwo Erdbeeren im Garten pflückt, sagt er auch nicht, ich habe jetzt fünf Erdbeeren getötet. Allein in der täglichen Sprache schon differenzieren wir zwischen Tieren und Pflanzen. Und die Wissenschaft, also die Verhaltensbiologie und viele Wissenschaftler sagen auch, obwohl das heute sehr populär ist mit bestimmten Theorien wie Bäume, eben welche Fähigkeiten die haben, das weiß man schon, dass die viel auch kommunikative Fähigkeiten haben, aber dass sie Schmerz empfinden und dass sie über ein Bewusstsein wie die höheren Tiere verfügen, das wird wissenschaftlich nicht vertreten. Also das ist viel zu weit hergeholt, das ist Esoterik ein Stück weit. Und ich denke, man darf nicht jetzt Tiere und Pflanzen gleichsetzen. Das tun wir auch in der Alltagssprache nicht, nicht? Und insofern ist die Frage, welche Art des Tötens, wenn man schon diesen Begriff verwendet, der, glaube ich, bei Pflanzen nicht angebracht ist, welche Art des Lebens beenden, berechtigt ist und welche nicht, bei wem, nicht? Einfach zu sagen, wir müssen alle sterben, löst das Problem, Ja. das ethische Problem nicht, nicht? Natürlich müssen wir alle sterben, aber deswegen kann ich nicht alle erschießen, nicht? Ja, ganz genau. Zur Reduktion des Fleischkonsums beim Pfarrfest dann nur die halbe Portion?
Ja, zuerst würde ich sagen, dass man beim Fahrfest beginnen könnte, wirklich darauf zu achten, Biofleisch, Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu kaufen und die Preise zu erhöhen. Und das, was dann eben an Fleisch, das dann eben, das weniger vielleicht, entweder wird weniger gekauft oder die Leute geben halt mehr Geld aus. Das kann man dann ja einer Tierschutzorganisation spenden. Gut. Sie haben vorhin den Buddhismus erwähnt. Können wir von anderen Religionen auch lernen? Glaube ich schon. Also ich denke auch theologisch, dass natürlich die Christen sagen können, dass wir davon ausgehen, dass eine bestimmte Gotteserfahrung in Jesus Christus oder eine bestimmte Gottesbegegnung stattgefunden hat, die einmalig ist. Aber man kann in gewisser Weise auch die anderen Religionen, das ist heute in der Religionstheologie auch, glaube ich, Standard als eine Form des sogenannten Alten Testaments oder Ersten Testaments. Denn Jesus ist also Gott, nicht Jesus, Gott ist in vielfältigen Formen Menschen begegnet und man darf Gott nicht auf das Christentum einengen, nicht? Also wenn Gott unfassbar ist, dann ist Gott in dem Sinn kein Christ oder kein Katholik, sondern er ist eben jenseits aller Vorstellungen. Und andere Vorstellungen, die Gott versucht in anderen Bildern zu fassen, eher als Geist oder als in der Natur präsent oder in den Wesen präsent, im Innersten des Menschen, ist ja auch eine mystische Tradition, sind auch legitime Bilder und andere Menschen begegnen dem Numinosen in anderer Weise. Und was den Buddhismus oder auch den Hinduismus betrifft, denke ich, und vor allem den Jainismus, der ja auch eine indische Religion ist, die haben aus verschiedenen Gründen eine wesentlich höhere Wertschätzung der Tiere historisch, nicht? Und zu schauen, warum das so ist, woher das kommt und was wir davon lernen könnten. Auch bestimmte Tugenden wie die Achtsamkeit, das genaue Hinschauen auf das Leid des anderen und das entsprechende Reagieren. Das ist alles, glaube ich, da können wir einiges davon lernen. Albert Schweitzer hat eine Theologie, die man vielleicht zusammenfassen könnte mit dem Begriff Ehrfurcht vor dem Leben. Könnte man Ihre Theologie, die sich ja sehr stark auch mit Albert Schweitzer verbindet, sagen, eine Theologie der Achtsamkeit zusammen? Ja, Theologie der Achtsamkeit und also als Tugend und der entsprechenden Folgen dieser Achtsamkeit. Nicht nur hinschauen, sondern eben aus dem Hinschauen auch entsprechende Folgen ziehen. Es gibt also von in der katholischen Sozialethik dem späteren Kardinal Cardin so einen Spruch, der immer noch verwendet wird: Sehen, urteilen, handeln. Also achtsam hinschauen, was wir tun, dann zu sehen, was tun wir da eigentlich, wie ist das ethisch zu beurteilen und dann entsprechend zu handeln. Also die drei Dinge hängen zusammen. Und da hat auch die Achtsamkeit, die aus den östlichen Religionen kommt, eine ganz wichtige Rolle. Aber die Achtsamkeit muss dann in eine ethische Handlung übergehen. Sie schließen Ihr Buch mit einem Zitat von Tom Regan. Das Schicksal der Tiere ist in unserer Hand. Und er ergänzt noch, Gott gewähre, dass wir dieser Aufgabe gewachsen sind. Das würde es wohl auch dann sagen, oder würde auch Ihre Theologie dann auch richtig darstellen. Ja, darum war ich froh, dass ich dieses schöne Zitat für das Ende des Buches Wunderbar. gefunden habe. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Danke dieses vielmals. wunderbare Danke. Gespräch. Danke Vielen Dank, vielmals. Dr. Remele. Danke.